Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Ich bin heute in Langenhagen in der Freiwilligen Feuerwehr in Gotzhorn. Das sind wir! Super. Und wir werden jetzt ein bisschen was für euch machen. Los geht's. Ja, warum ich ausgerechnet in Gotzhorn bin. Michael, du hast mich ja gefragt, ob ich zu euch kommen kann. Nein, also ich habe dich überfahren damit. Ich habe nämlich von Gotzhorn gehört. Das ist nämlich was ganz Besonderes hier bei uns in Hannover im Raum. Erzähl mal, Michael, was macht ihr denn hier in Gotzhorn? Eigentlich nur ganz viel Atemschutz. Weil mehr können wir nicht, weil Schläuche rollen, liegt das leider nicht im Blut. Aber Atemschutz, so mit der Dose auf dem Rücken, das haben wir drauf. Okay, Atemschutz, AGTs. Ihr werdet sehen, wir haben jetzt hier ein paar Kameraden hier aus Gotzhorn, die sich heute bereit erklärt haben für euch. Mal zu zeigen, wie so der Alltag eines Atemschutzgeräteträgers ist. Es geht nicht darum, euch die auf den Grundlagen können wir vielleicht auch ein bisschen machen, aber es geht darum, ich möchte gerne, dass wir in den Erfahrungen von denen teilhaben können und weil ich finde das nämlich spannend. Aber wie viele Aktive seid ihr denn hier bei euch? Wir sind an die 76 Leute. 76 Leute. Und wie viel, ich frage andersrum, wie viele Nicht-AGTs habt ihr denn? Das wäre auch einfach, das kann ich dir beantworten. Fünf. Fünf. Ich bin gerade also, nochmal durchgegangen, wir sind fünf. Fünf nicht? Ja, fünf nicht. Also meine Zahl von meiner Ortswahl, wie viele da AGT sind, sage ich jetzt nicht im Vergleich. Also das finde ich schon sehr stark, also das finde ich schon sehr beeindruckend. Dafür könnt ihr schon mal den ersten Daumen da lassen, weil das finde ich gut. Erzähl mal, und ihr macht AGT-Einsätze, du sagst Schläuche rollen könnt ihr nicht. Nee, das... Du bist natürlich überspitzt, aber das heißt, wie läuft der Einsatz ab? Wie habt ihr euch denn hier in Langenhagen organisiert? Naja, wenn wir hier rausfahren, fahren wir ganz viele Einsätze, Meldeeinlauf oder auch Feuer. Und da ist es halt so, dass... Ja, der erste Schlauch liegt, aber mehr darf es dann auch nicht sein, weil wir meistens dann mit dem Atemschutzgerät schon drin sind. Wenn wir rausfahren zu den anderen Ortsfeuerwehren zur Unterstützung, dann liegt meistens auch schon das Schlauchmaterial. Und dadurch, dass wir eine sehr große Atemschutzmenge an Geräteträgern vorhalten, sowie an Gerät, werden wir meistens dann für den Innenangriff eingesetzt. Und daher haben wir auch diese großen Erfahrungsschätze. Super, okay. Diesen Erfahrungsschatz wollen wir gern versuchen, jetzt ein bisschen rauszumelken. Ich weiß auch, dass ich denen bestimmt nichts erzählen kann, was AGT angeht. Gerade Langenhagen weiß ja euer Stadtbahnmeister zufällig, ist ja auch, was hier so Ausrüstung, Kleidung angeht. Ist ja sehr spendabel und vor allen Dingen ist er da ja auch sehr im Thema. Den kann man da nichts vormachen. Also der kennt die Textilbranche in- und auswendig. Genau, weil ich kenne ihn zufällig von Lehrgang und ich weiß ganz genau, also der kennt da wirklich alle, das ganze Kleingedruckte und hier bin ich deshalb auch ganz gespannt, was wir hier, wie es richtig ist. Ne? Neben mir steht jetzt hier der Dome. Moin, das bin ich. Und der Michi. Moin, das bin ich. So, und ihr beiden wollt uns jetzt ein bisschen zeigen, wie ihr die Geräte anklötert. Ganz genau. Genau. Ja, fang mal an, erzähl mal. Ja gut, bevor wir uns anklötern können, in der Regel ist es ja so, wir ziehen erstmal unsere PSA an. Ne? Ja. Weil ohne die brauchen wir die Geräte auch nicht aufsetzen. Ne? Okay, fass mal kurz an. PSA heißt? Genau, wir haben einmal hier unsere Überhose, ja, die Latzhose sozusagen. Kann ich dir mal runter zeigen. Jetzt muss ich auch so ein bisschen so erotische Musik einspielen. Mach weiter. Ganz tief nicht auf, Leute. Da müssen wir ein bisschen mehr drauflegen. So, okay. Dann hast du dann diese Hose an, die Sicherheitsstiefel dazu. Ne? Die ja. Ungefähr bis hier dann auch. Okay. Die Überjacke mit den Taschen. Ne? Für das Funkgerät zum Beispiel. Oder hier hast du noch ein bisschen was, um Kleinkram reinzupacken. Keile oder irgendwas. Ne? Und den Feuerwehrgurt. Normalerweise ist der noch nicht mehr vorgesehen, aber wir nehmen ihn immer noch mit in den Brandeinsatz. Einfach für den Eigenschutz, ne? Und außerdem gibt da für die Lendenwirbelsäule nochmal eine gewisse Stabilität. Ne? Das erleichtert die Arbeit auch ein bisschen, schützt vor Verletzungen. Deswegen ist das Ding für uns auch unverzichtbar. Okay, ich habe gerade gesehen, was ist das hier? Was hast du hier noch hängen? Ja, das hier ist der sogenannte Telly. Damit Telly. Kann ich mich quasi bei der Artenschutzüberwachung ausweisen. Das kenne ich ehrlich gesagt nicht. Können wir das mal sehen? Habt ihr das da? Also den Telly würde ich dir sagen, gucken wir jetzt mal kurz ran. Vielleicht. So, und wenn wir jetzt in den Brandeinsatz gehen, melden wir uns bei der Atemschutzüberwachung an, beziehungsweise bei unserem Gruppenführer. Der nimmt das dann entgegen. Hier wird es dann an der Seite einfach reingesteckt. Steck mal rein, was passiert denn? Mhm. Ach ja, siehst du. So, jetzt ist das Ding scharf. Das kenne ich gar nicht. Und dann kann man hier zusätzlich händisch die Einsatzzeit notieren. Genau. Falls das System ausfällt. Das ist quasi wie ein Timer für den Backofen, nur halt für Feuerwehrmänner. Ne? Wenn die Zeit abgelaufen ist, sind sie durch. Also... Sehr angenehmes Geräusch. Achso, jetzt muss ein zweiter mit rein. Genau. Und dann ein Trupp besteht immer aus mindestens zwei Personen. Super. Also, ich kenne dich gar nicht. Wir haben bei uns denn noch hier diese Eieruhren und so, ne? Überwachungstaff. Das haben wir als Rückfallebene auch. Das System kann einmal den normalen Atemschutzeinsatz sowie den CSA-Einsatz, da müssen die Tellys halt umgedreht werden. Somit erkennt das System, ist es ein normaler Brandeinsatz oder ist es halt für den CSA-Einsatz gedacht. Also, das Geile jetzt an meiner Feuerwehr-Willi-Sache ist ja, dass ich auch immer noch dazulerne. Also, das kenne ich überhaupt nicht. Super interessant. Also, das.
Okay, das baumelt bei denen an Jacken und das Ding meckert. Genau. Artenschutzüberwachung. Okay, was habt ihr denn noch? Vielleicht noch ein wichtiger Satz dazu. Ja. Wenn wir in den Artenschutzeinsatz gehen, dann haben wir an unserem Artenschutzgerät, was ich gleich erklären werde, noch einen Totmannwarner dran. Und der hat glücklicherweise so eine schöne Öse. Das heißt, wenn ich meinen Telly abgebe, ja, habe ich automatisch auch meinen Totmannwarner aktiviert, damit ich es ja nicht vergesse. Das heißt, der erste Griff, wenn ich im Fahrzeug sitze, Telly an meinen Totmannwarner und dann kann ich den von dort aus wegziehen. Ah, okay. Das heißt, dort ist es quasi ein Merker für meinen Totmannwarner. Okay, dieses Ankleiden während der Anfahrt machen wir im nächsten Video. Das werdet ihr hier gleich im Anschluss den Link. Ich werde oben in der Information das nochmal einblenden für euch. Das machen wir auch gleich. Super interessant. Also für mich schon, hier schon viele neue Sachen. Okay, und die Kleidung haben wir auch noch nicht. Ist sie denn gut, bequem? Bequem ist sie auf jeden Fall. Sie sieht auch mega cool aus. Ja, aber das Wichtigste ist natürlich, auf jeden Fall, dass sie von der Funktionalität her auch genau für uns zugeschnitten ist. Ne? Super. Also ich hatte schon viele Einsatzkleidungen an und ich muss sagen, die sind echt top. Okay, und hier auch mit Schutz und so. Genau, schöne Polster. Schöne Polster. Vor allen Dingen, das sind Polster, die nicht verrutschen. Ja, auch. Bisschen dünne, ne? Ja, aber hier oben an den wichtigen Stellen ist auf jeden Fall alles extra so gesetzt, dass es nicht kaputt gehen kann. Super. Also ausrüsten tun Sie ja normalerweise, wenn Sie einen Einsatz fahren, auf Anfahrt. Ne? Sparen natürlich Zeit, sitzen nicht die Anfahrt rum und ziehen sich erst dann, wenn Sie ankommen, sondern ihr macht das auf Anfahrt. Aber jetzt für mich bitte mal der Reihe nach, wie würdet ihr das jetzt anlegen? Es gibt ja auch mit der Flammschutzhaube, habt ihr Flammschutzhaube? Habt ihr ja, ne? Ja. Genau, die Flammschutzhaube, die haben wir immer bei uns persönlich. Genau, da haben, also ich weiß, es gibt da verschiedene Varianten. Also wir zum Beispiel setzen erst die Flammschutzhaube auf und dann die Maske. Wie macht ihr es? Auch so, oder? Wir haben seit mittlerweile 2 Jahren eine andere Variante. Wir setzen erst die Maske auf und ziehen dann einmal die Haube drüber. Geil. Gut. Rausschneiden. Das würde ich gerne mal sehen, wie ihr das macht. Ja? Das ist auch ein Thema. Vielleicht muss ich das bei uns ja auch nochmal ändern. Also das hier ist die Maske. Okay. Ein bisschen da drüber. Einmal festziehen. Einmal gleichmäßig. Von hinten nach oben vorne. Also ist die Reihenfolge auch wichtig, ja? Von unten nach oben, also. Also hier ist auch richtig stramm, hier kannst du Geige drauf spielen, ne? Genau. Die Bänder. Dann machst du erstmal die erste Prüfung. Saugst du einmal an, ob dicht ist. Wenn sich die Maske ranzieht, weißt du, okay, du ziehst keine Nebenluft. Die Maske ist definitiv dicht. Das ist hier noch nicht der Fall. Aha. Noch ein bisschen fester. Okay. Und jetzt ist es fest. Jetzt hat sie angezogen. Okay. Ja. Habt ihr gesehen? Also manchmal die Spannung ist ja schon entscheidend, dass sie. Sie muss ja dicht sein, ne? Ich sehe, ihr habt ja auch keine Bärte. Das ist auch so ein Faktor, der manchmal stören kann. Wie ein Babypopo, ne? Aber, warte nochmal. Bin ich nicht ganz dran. Ja, merkst du, das ist richtig ein schöner Unterdruck, ne? Okay. Soll ich länger zuhalten, oder? Ja, okay, also Maske ist dicht. So, und dann? Genau. Und dann kommt schon die Dampfschutzhaube drüber, ne? Okay. So, hier einmal quasi die Öffnung. Also Flammschutzhaube, wisst ihr hoffentlich auch alle, wofür die ist, weil die schützt den Rest des Kopfes vor Flammen, ne? Oder den Oberkörper auch, den Hals. Genau, so. Also, und jetzt muss ich nochmal kontrollieren. Wichtig ist besonders, dass die Flammschutzhaube unter den Kragen gesteckt wird. Aha, deshalb macht ihr es zu zweit. Ganz genau. Das heißt, wenn wir im Fahrzeug uns gegenüber sitzen, ist auch immer der Truppmann oder der Führer, der gegenüber sitzt, der den anderen im Artenschutz kontrolliert. Ganz kurz, wer sitzt gegenüber, wisst ihr, ne, vom Angriffstrupp? Der Wassertrupp, ne? Okay, also das heißt, der Wassertrupp würde euch bei der Anfahrt das hier reinschaffen und euch die Haare schön machen. Korrekt. Wichtig ist es, dass einmal nach unten abgeschlossen ist, aber auch hier abgeschlossen ist und nicht über den Atemanschluss geht. Okay. Ja, also das heißt, ihr habt dadurch jetzt einen Vorteil, dass ihr hier oben mit den Schnallen dann nicht das Problem haben könnt, dass ihr beim Rüberziehen die wieder aufmacht, ne? Genau. Ich kann das ja demonstrieren. Hier jetzt ist es mal so um. Das ist die alte Variante, dann erst die Haube über die Maske ziehen. Aha. Ja, hier siehst du schon. Da oben, ne? Das ist der Gefahrenpunkt. Genau. Okay, Notiz an mich selber, das werde ich bei mir auch anpassen, weil wir machen es nämlich noch so anders und haben schon mal das Problem gehabt, dass ich das oben löse. Okay, super. Ja, interessant. Ja, dann Fahren kontrolliert und dann kommt schon der Helm und dann kann geschultert werden. Mach mal bitte erst den Helm, gucken wir mal, wer weiß, was ihr da noch für Überraschungen jetzt habt. So. Bei dieser Helmvariante ist es extrem vorteilhaft, dass du die Größe einmal verstellen kannst, weil mit der Maske hast du einen etwas größeren Kopf als ohne Maske. Das heißt, man kann immer sich ein bisschen der Situation auch anpassen. Ja. Aha, jetzt ist er gerutscht.
Einmal festziehen. Passt. Super. Wie ist das bei euch mit Beleuchtung, sehe ich gerade, Innenangriff? Wie macht ihr die? Entweder über eine Helmlampe haben viele. Ja? Ich habe separate Lampe hier in der Brusttasche meistens. Ah, okay. Die ich mir dann hier vorne hinhängen in der Mitte. Genau. Okay, weil die Frage auch schon mal kam, kann ich mal zeigen. Diese ganz normalen 3AA-Lampen, diese UK-Lampen, ne, ist ja, passen hier auch. Wir haben noch diese anderen schönen Modelle. Aber okay, habt ihr genauso oder halt diese Brusttaschenlampen? Ja, genau. Okay. Und halt ganz normal unsere Handlampen, die wir sowieso mitführen. Genau. Auch, okay, Handlampen auch. Helmlampen und Brustlampen, das ist alles mehr oder weniger PSA für jeden Einzelnen. Die Handlampen, das sind die, die jeder mit rein nimmt. Ja. Okay. Was vielleicht noch wichtig ist, die Lampen müssen ex-geschützt sein. Genau. Wenn wir in Bereiche reingehen, wo wir eine Konzentration in der Luft haben, dass wir ein explosionsfähiges Gemisch haben und du deine Lampe an- oder ausknippst, könnte es das letzte Mal sein. Deswegen ex-geschützt. Genau. Muss man auch dran denken, ex-geschützte Bereiche nützt nicht die tollste Lampe, wenn daher der Maschinist die Pumpe anwirft. Ne? Gibt es auch einen Zündfunken. Okay, aber ja, also ganz kurz jetzt mal unter uns. Helmlampe, Erfahrung, was ist besser? Beides. Irgendwie jede, alles eine Daseinsberechtigung, oder? Ja, wir fahren eigentlich drei verschiedene Varianten. Wir haben Kameraden, die haben die Helmlampe vorne. Unsere Helme haben eine spezielle Aufnahme, wo man die einklicken kann. Der Vorteil von diesen Lampen, dass man sie in der Höhe verstellen kann und dass man die Lichtintensität verstellen kann. Weil der übliche Weg ist es, wenn man nicht ganz so viel Geld ausgeben möchte, die Lampe. Ja, ist ja auch schon kostenintensiv, ne? Ja. Aber ich sag mal, die habe ich jetzt auch. Mach die nicht schlecht. aber die kannst du auch verstellen. Ganz genau. Ist auch zu verstellen, aber nicht in der Intensität. Ja. Ja. Das hilft uns besonders, wenn wir für unseren Rettungstrupp arbeiten und wir auch unsere Einsätze mitschreiben, dass wir es einfach mal nicht ganz so hell drehen können, damit wir die ganzen anderen Leute nicht blenden. Okay. Dritte Möglichkeit, immer noch die externe Lampe, die wir dann auf den Fahrzeugen verlastet haben, beziehungsweise eine Einstecklampe, die einige Kameraden noch zusätzlich haben. Ja, die Einstecklampe will ich jetzt auch demnächst nochmal testen, weil da habe ich auch viel Gutes von gehört. Die soll wohl, ja, besser, ist warm AGT-Kleidung, ne? In der Sonne? Korrekt. Sie schützt aber dafür auch umso besser. Okay, ja, was haben wir noch? Warum ich ausgerechnet in Gotzhorn bin, werdet ihr gleich erfahren, wenn wir jetzt nicht mal kurz mal fragen. Michael, du hast mich ja eingeladen, erstmal schönen Dank. Du hast mich überfahren damit.